Wir gucken uns jetzt heute das Thema an, professionelles Drucken, selber drucken, aus Photoshop auf einem Tintenstrahldrucker. Ja, Teco hat so einen Spruch, it's not done until it's printed. Mhm. Und da stehe ich voll dahinter, weil du kannst mit Papier halt noch unfassbar viel erreichen. Und, alles klar. Deswegen, Thema, das mir sehr am Herzen liegt, deswegen schön, dass ich dazu ein paar Worte erzählen darf und vielleicht den einen oder anderen noch überzeugen kann. Alles klar. Du, dann lass uns mal einsteigen. Also wir haben schon gesehen, es gibt jede Menge Papiersorten zur Auswahl. Aber ich glaube, die Reise, da liegt hier so eine kleine Box immer, fängt wahrscheinlich an, dass man zunächst einmal, damit man at least visuell sieht, was man da herausbekommt, einen kalibrierten Monitor hat. Genau, also die Grundidee bei dem Selberdrucken ist natürlich, dass ich das, was ich am Monitor sehe, dann auch letztendlich im Drucker sehe. Mhm. Und damit ich hier schon mal sicher bin, dass ich die richtigen Farben sehe, sollte der natürlich kalibriert sein. Und jetzt muss ich mal gucken, welche Kamera kann denn mal ein bisschen näher kommen, dass man das mal so ein bisschen sieht. Wir haben hier von Teco verschiedene, ein Bild von mir, auf verschiedenen Papieren mal vorbereiten lassen. Das erste ist zum Beispiel ein Papier, was ich sehr gerne mag. Das hat so eine leicht Hammerschlagstruktur. Das ist ein mattes Baritpapier. Mhm. Du siehst von den Farben her eher gedeckt. Also du wirst da niemals ein ganz, ganz sattes Schwarz zum Beispiel bei so einem Papier drauf haben. Und im Gegenzug da ein High-Glossy-Papier, was auch schon eine komplett andere Papierfarbe hat. Das werden wir auch gleich in Photoshop noch mal sehen. Man sieht es hier. Man sieht es hier, ich glaube, im Vergleich hoffe ich ganz gut. Das ist schon eher ein kühles Weiß und das Papier hat ein Warmweiß. Und es ist natürlich klar, wenn du auf ein Material druckst, was schon eine Farbe hat, wird die natürlich mit übernommen im Bild. Ja. Und ich habe noch mal zwei extreme Beispiele mitgebracht. Ja, was das Papier für einen Einfluss haben kann. Und hier sieht man es natürlich ganz deutlich, die weißen Wolken hier, die sind gelb. Was das ist ein handgeschöpftes Papier, was ich aus Namibia mitgebracht habe. Das hier ist ein Elefantendungpapier. Das heißt, man nimmt wirklich die großen Kotbälle der Elefanten, löst die in Wasser auf und gibt da ein bisschen rein. Man sieht hier wirklich, was die alles gefressen haben sozusagen. Aha. Und das hier sind sogenannte Mahangofasern, das ist ein eher feineres Papier. Aber trotzdem, die Struktur gibt mir einen Effekt auf mein Bild drauf. Ich habe die Farbe auch durch. Das hier geht übrigens natürlich mit jedem normalen Tintenstrahldrucker. Teco hat eine Emulsion entwickelt, nennt sich Kreativ-Emulsion. Die kann ich auftragen. Aber dann lass uns doch mal gucken, wie man dann richtig druckt. Ich meine, da gibt es ja auch eine ganze Reihe von Einstellungen. Wir haben schon gehört, die Höhe vom Druck auf zum Beispiel für bestimmte Papiere. Profile ist auch ein Thema. Dann lass uns doch einfach mal gucken. Ich bin vorhin hier gefragt, was erzählst du denn so lange? Das ist einfach Steuerung P. ja, von wegen. Vom Prinzip her stimmt es schon. Aber da gibt's, es gibt da so ein paar Sachen zu beachten. Also zum einen, Bildschirm muss kalibriert sein. Der Drucker muss nicht zwingend kalibriert sein. Kann man machen. Wer es ganz streng machen möchte, ist es auch anzuraten. Aber da gehen wir mal kurz auf die Homepage, jetzt in dem Fall von Teco, weil das ist das Papier, mit dem wir drucken. Du kannst jetzt zu jedem Drucker ein Profil herunterladen. Für das jeweilige Papier. Für das jeweilige Papier des Herstellers. Und im Fall von Teco haben sie jetzt also alle professionellen Epson- und Canon-Drucker. Okay. Und da bin ich jetzt auf der Seite schon drauf. Und dann musst du im Prinzip nur dein Papier raussuchen. Das heißt, wir haben hier den Epson-Drucker P600 und hier die ganzen verschiedenen Papiersorten, die es von Teco gibt, sind einige. Und dieses sogenannte ICC-Profil, das musst du dir runterladen. Mhm. Okay. Mac, ganz kurz in Library gehen, ColorSync-Ordner, da unter die Profile speichern. Bei Windows habe ich gemerkt, ist es noch einfacher, einfach Rechtsklick aus Profilen und Profil installieren. Schon ist es installiert. Guck an. Und taucht, ja, mal ist es was bei Windows, mal einfacher wie bei Macs. Unglaublich, aber wahr. Cool, okay. Und was es dabei noch gibt, ist diese sogenannte Settings-Datei. Weil wie du ja gerade schon gesagt hast, die Papiere unterscheiden sich nicht nur in der Farbe, sondern vor allem auch in der Dicke. Und wenn wir uns jetzt hier den Bildschirm mal anschauen, da sehen wir schon, ich habe natürlich, kann natürlich dem Drucker jetzt nicht sagen, das ist ein Epson-Drucker, der kennt jetzt die Firma Teco vielleicht, aber der hat trotzdem keine Teco-Papiere innen drin. Richtig. Also muss ich ihm sagen, welches Papier aus dem Epson-Universum muss ich denn als Grundpapier sozusagen wählen? Das ist in unserem Fall bei dem PUW, ist es hier das Epson Premium Glossy. Ich weiß die Auflösung, mit der ich drucken muss, die 1440 dpi, und ich weiß die Papierstärke. Und wenn man jetzt eins oben drüber geht,
gehen. Das Fotoboard ist so ein Fotokarton, der relativ dick ist. Da muss ich als Dicke schon 8 mm eintragen. Weil sonst? Genau. Sonst ist wenn die Walze zu dicht am Papier ist, werden die Druckpunkte, also die einzelnen Papier, die Tintentröpfchen zu groß sozusagen und ich habe keine feine Auflösung mehr. Deswegen ist der Abstand von dem Druckkopf zum Papier, der muss eine bestimmte Höhe haben, ansonsten kriege ich diese feine Auflösung nicht hin. Dann lass uns mal gucken. Also ganz wichtig, das heißt, was ich jetzt gemacht habe, ist einfach dieses ISDC-Profil runtergeladen, installiert und jetzt drücken wir tatsächlich mal Steuerung P. Das Jens vorhin uns fotografiert und korrigiert hat, was der Jens gerade fotografiert hat. Und standardmäßig, ja, wir haben es schon mal ausgedruckt, weil er so ein bisschen braucht, der Drucker. Standardmäßig ist hier eingestellt Farbmanagement durch Drucker. Und das ist schon mal grundfalsch. Okay. Das heißt, da wird mit irgendeinem Apps ein Standardprofil gedruckt. Wir wollen dabei selbst bestimmen, sozusagen, wie das aussieht, denn wir wollen ja mit unserem Ausdruck möglichst nah an unseren Bildschirm rankommen. Okay. Und deswegen müssen wir hier natürlich sagen, wir machen das. Das heißt, Farbmanagement durch Photoshop. Ich gehe mal hier ganz kurz in die Druckeinstellungen rein und da sehen wir das. Das habe ich natürlich, weil ich es schon ausgedruckt habe, ist hier schon ausgefüllt. Das heißt, ich habe hier dieses Premium-Fotopapier Glossy ausgewählt, was in der Settings-PDF eben drin stand. Hier seht ihr auch Auflösung, 1440 dpi. Also ich habe im Prinzip die genauen Sachen eingestellt, die es mir vorgibt. Und hier bei der Payback-Config haben wir auch die Papierdicke von 3 mm. Ah, da stellt man das ein. Okay. Das Menü ist immer ähnlich. Also das sieht natürlich bei einem anderen Epson-Drucker anders aus. Also ich habe zum Beispiel den 3880 zu Hause, das sieht ein bisschen anders aus. Bei einem Canon-Drucker wird es auch wieder anders aussehen. Aber diese Parameter werden immer irgendwo zu finden sein. Okay. Das kann ich natürlich jetzt nicht zeigen. Aber wichtig ist, man muss es einstellen. Man muss es einstellen. Und das ist eigentlich hier schon alles. Das heißt, da legt man im Prinzip nur das Layout fest. Das heißt, wie groß ist das Papier? Und wie ist die Papierdicke, sozusagen die Grundeinstellungen des Druckers. Und dann muss ich hier eben aussuchen, mein Druckerprofil. Mhm. Und wenn ich jetzt hier ein bisschen weiter nach unten scrolle, habe ich hier das Tecco SCP-600, das ist die Bezeichnung für einen Drucker. PUW-285, das ist das Papier, das ist dieses Glossy-Papier, was wir hier verwenden. Und hier sieht man noch, am 2.1.2015 ist dieses Profil profiliert worden. Genau. Und das kann man auch ruhig verwenden. Wer ist da? Das ist so gut, dass wir da nicht jährlich neue Profile machen müssen. Die Drucker ändern sich nicht. Okay. Jetzt wird spannend. Renderpriorität, genau. Was ist das? Wir haben zwei Farbräume. Wir haben einmal hier, je nachdem, was ihr für einen Monitor und so weiter habt, habt ihr oder auf jeden Fall euren Bildern Adobe oder sRGB-Farbraum. Mhm. Gedruckt wird es im CMYK. Das heißt, wir müssen die Farben übersetzen. Mhm. Und hier in der Renderpriorität legst du fest, wie du übersetzt. Mhm. Und es gibt feine Nuancenunterschiede, aber ihr könnt euch merken, relativ farbmetrisch ist eigentlich der Modus, der am besten funktioniert. Warum? Weil relativ bedeutet, dass versucht wird, das Verhältnis der Farben zueinander beizubehalten. In dem anderen Farbraum, also im Druckerfarbraum. In dem Druckerfarbraum, genau. Also von daher einfach merken, relativ farbmetrisch, damit fahrt er bei fast allen Bildern wirklich gut. Und dann haben wir hier unten noch die Größe, wie groß soll es gedruckt werden. Und hier kommt mein Lieblingspunkt dann immer ins Spiel, nämlich die Auflösung in DPI. Das wissen ja auch viele Agenturen nicht. Da höre ich immer, wir hätten das Bild gerne in 300 DPI. Dann sage ich 300 DPI, was? Bezogen auf was, ja. Genau. Und das sieht man eben hier sehr schön. Wenn ich jetzt hier natürlich die Größe ändere, sage ich, das soll bitte schon 18 cm hoch sein, dann habe ich auf einmal jetzt 564 DPI. Ist natürlich keine Angabe der Datei, sondern bezieht sich nur auf den Ausdruck. Und der Sven steht schon da, ich muss schneller reden. Einen ganz wichtigen Punkt muss ich aber noch sein, und zwar ist es hier der Proof. Das war wichtig, dass man vorher sieht, bevor man Fehldruck macht. Ja. Ganz genau. Warum ist es wichtig? Das kann ich mal hier jetzt sagen. Ich hoffe, dass der Screen gerade drauf ist. Wenn ich jetzt hier auf Papierweiß anzeigen klicke, dann werdet ihr sehen, man's. Wie das Bild kühler wird. Und wenn ich jetzt das Bild hier mal neben das halte, das wird man jetzt wahrscheinlich am Rechner nicht sehen, ist der Ausdruck kühler wie das Bild hier. Und das simuliert eben sozusagen der Softproof, weil er weiß, dieses Papier ist ein ultraweißes, eher ein kühlweißes Papier. Und deswegen ist der Softproof ganz gut, um zu sagen, okay, wenn ich das Papier jetzt verwenden will und ich merke aber, okay, das wird mir jetzt zu kühl, dann muss ich nochmal zurückgehen nach Photoshop, da Änderungen durchführen, solange bis es mir passt. Oder anderes Papier verwenden. Oder ein anderes Papier verwenden. Anderen Weißgrad. Ganz genau. Super. Aber ist, wie gesagt, total simpel, wichtiges Profil runterladen, die richtigen Einstellungen wählen mit relativ farbmetrisch und dem Druckerprofil einbinden. Und dann geht es mit dem Drucken auch sehr, sehr leicht. Prima. Das ist also ein eindeutiger Aufruf, wenn man sich die Range anguckt, was man machen kann, wirklich mehr selber zu machen und auch mehr selber auszudrucken. Ich kann es nur jedem empfehlen, weil die Bilder kriegen eine komplett andere Wertigkeit. Alles klar. Danke, Alexander. Super. Sehr gerne.